Spielenation Deutschland. Noch nie wurden so viele Spiele gekauft. 150 bis 200. Das sind zwei Schränke voll. Was? 40, 50 Spiele allein jetzt nur so in den Kartons. Ein Millionenmarkt. Wie viel werden davon so pro Monat verkauft? Wir haben jetzt im September haben wir um die über 400.000 Spiele verkauft. Der Weg von der Idee bis zum fertigen Spiel ist lang und oft auch teuer. Wie viel muss man da investieren, um erstmal so eine erste Auflage hinzukriegen? 30.000 Euro müssten das so ungefähr gewesen sein. Plastik oder Pappe? Wie nachhaltig werden Spiele hergestellt? Dass es innenliegend keine Plastik-Inlays mehr hat, sondern diese... Ja, ein Plastikbeutel. Spiele-Erfinder, Hersteller und Handel. Wer verdient wie viel am Spiel? Und was geben Spielefans für ihre Lieblinge aus? Sven Kroll findet's raus. Brettspiele sind der ungebrochene Unterhaltungsklassiker zu Hause. Da muss man sich nur mal fragen, wie kommt das eigentlich? Warum sind die immer noch so begehrt, trotz der Konkurrenz durch Computerprogramme? Von der Idee über das Design bis hin zur Herstellung will ich mal wissen, wie wird so ein Spiel eigentlich gemacht? Und vor allem, warum kostet es so viel, wie wir dafür letztlich zahlen müssen? Das finden wir jetzt raus bei Ausgerechnet Spiele. 33 Millionen Deutsche spielen gerne. Und die Corona-Pandemie hat die Nachfrage noch mal enorm gesteigert. Mehr als 700 Millionen Euro Umsatz im vergangenen Jahr. Absoluter Rekord. Gekauft wird online und im Fachgeschäft. Hier will Sven wissen, was wir besonders gerne spielen und wie viel wir dafür ausgeben. 20 Euro, 30 ja? Euro. Das kostet jetzt hier 32 Euro? Genau. Finde ich jetzt den Preis in Ordnung. So um die 20 bis 30 Euro in dem Bereich. Wie viele Spiele haben Sie so zu Hause? Das sind zwei Schränke voll. Was? Und ein Dutzend ist es auf jeden Fall schon. Mensch, ärgere dich nicht oder auch Monopoly zum Beispiel. Mensch, ärgere dich nicht, spielen die gerne. Also spielen wir als Familie gerne. Im Schnitt besitzt jeder Zweite rund 10 Spiele. Das macht mehr als 400 Millionen Spiele in deutschen Haushalten. Die Auswahl ist riesig und die Preisunterschiede groß. Was ist besonders gefragt und für wen lohnt sich welches Spiel? Fachverkäuferin Monika Winter kennt die Trends. Also es gibt diese Aktionsspiele, wo man, wir hatten mal so eine ganze Saison, wo dann halt ganz viel mit Mr. Poops gespielt wurde. Was ist denn Mr. Poops? Ach du Kacke. Man hat, genau. wer kauft das denn? Zwischen 5 und 18, würde ich mal sagen. Haben wir super zum 18. Geburtstag verkauft. Ja. Also dann wird es halt ein Trinkspiel. Man hat Karten, die werden aufgedeckt. So oft muss ich auf diesen Kackhaufen drücken. Mhm. Ne? Und bei wem auslöst, der ist raus. Was ja auch auffällt, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel das hier. Mhm. Ne, da hat man gleich Disney drauf, hier Frozen 2. Ja. Verkauft sich das besser, wenn das mit Disney gelabelt ist zum Beispiel? Nicht unbedingt. Was zieht denn dann so richtig? Einmal diese Grundidee Lotti Karotti. Mhm. Ne? Das ist aber das Gleiche, das, oder? Genau. In einem anderen Design dann. Genau. Und das Kind, was jetzt gerne also beschenkt werden soll, steht auf Frozen. Dann greift man danach. Das ist eine witzige Lizenz, aber das Gleiche praktisch wie Lotti Karotti. Du kostet dann aber auch nochmal 4 Euro mehr, ne? Als das Original? Ja, ja. Okay, aber das heißt, die 4 Euro mehr ist wahrscheinlich durch die Disney-Lizenz? Ja. Okay. Ja, ja, du kriegst ja gleich große Augen. Ja. Von Filmfiguren wie Harry Potter über Computerspiele bis hin zu Comichelden. Viele Spielehersteller nutzen bekannte Figuren, um vorhandene Spiele neu aufzulegen und neue Kunden anzusprechen. Und das kostet meistens extra. Hilft es denn zum Beispiel, wenn man solche Labels hat wie hier Spiel des Jahres? Also ja. Macht so ein Label tatsächlich ganz das viel aus. Deutlich attraktiver? Mhm. Allerdings fällt der Preis auch oft dadurch. Dadurch, dass Spiel des Jahres hat jeder. Ne? Ob es der Konsum ist, ob es der Drogeriehandel ist, Spiel des Jahres ist immer überall. Das heißt, durch die Masse, die eingekauft wird, ja. Wird es dann auch bei Ihnen Preise deutlich günstiger? Müssen wir ja. Ja. Also wir können es jetzt nicht zum normalen Preis, wie wir es über das ganze Jahr haben, für 24,99. Wenn es 5 Straßen weiter 19,99 kostet, also müssen wir uns anpassen. Eine Auszeichnung wie Spiel des Jahres macht ein Spiel auf einen Schlag bekannt. Je beliebter ein Spiel, desto höher die Chance, dass der Preis sinkt. Denn bei Spielen gibt es keine Preisbindung, anders als bei Büchern zum Beispiel. Was wir im Laden bezahlen müssen, darf der Handel selbst festlegen. Ein Preisvergleich kann sich also lohnen. Was ist denn so das Spiel des Jahres in diesem Jahr?
wird hier immer unterschieden zwischen Familienspiel. Mhm. Das ist das Mikro-Makro dieses Jahr geworden. Aber hier steht jetzt auch. Genau, das ist Kennerspiel. Was heißt das? Familienspiel ist dann halt wirklich so für die, wenn Kinder da mit bei sind, wenn noch nicht ganz so erfahrene Spieler da mit bei sind. Einfachere Regeln, mhm, ne? Schnelles Reinkommen ins Spiel. Und wenn jetzt hier steht Kennerspiel des Jahres, heißt das, da muss ich jetzt ein Jahr für erstmal investieren, um die Spielregeln zu kapieren? Nein. Oder was? Also mittlerweile haben die Verlage das wirklich spitzenmäßig gelöst mit diesen QR-Codes. Mhm. Das wird eingescannt, das ist eine kostenlose App. Innerhalb von Viertelstunde haben sie sämtliche Spielregeln auf dem Schirm und können auch sofort losspielen. Wenn ich jetzt mal den Preis angucke, der scheint dann aber offenbar nicht abzuschrecken. 54,99 Euro ist ein Batzen. Ne? Also ja, würde ich schon sagen, ist eine Menge. Was kostet bei Ihnen das teuerste Spiel? 299,99. Was ist das? Haben wir gleich hier stehen. Catan? Ja, das ist so ein 3D. Normales Brett. Ach so, okay, das ist jetzt nicht die Pappversion, wie man, genau, man sie kennt, mhm, sondern... Diese Plättchen, die Sie am Anfang praktisch mal aufgedeckt haben, sind richtig modellierte Erz, Stein, Holz, Schaf. Diese Waben nur halt dann richtig ausmodelliert. Aber das Spiel an sich ist doch das Gleiche, ja, oder? Mhm. Wer gibt denn dann 300 Euro dafür aus? Da kriegen Sie so Herzchen in den Augen. Das kaufen Sie sich doch wahrscheinlich selber, oder? Hätte ich gerne, ja. Ich gucke mal, das ist auch wirklich ganz schön. Weil jetzt kommt nämlich meine Kollegin ins Spiel, die Maus. Da sind wir beim Thema Weihnachten. Wie, ja, sehr befeuert Weihnachten Ihr Geschäft? Ist das eines der Hauptgeschäftszeiten, ja, bei Ihnen? Absolut. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Also für Spiele sowieso. Weil Spiele müssen zu Weihnachten immer sein. Prozentual gesehen, was glauben Sie, wie wichtig ist der Verkauf Weihnachten im Gesamtjahresverkauf? Für Spiele sind es 45%. Oh, das ist ja Wahnsinn. 45%. 300 Euro für die Spezialversion. Das Original gibt's schon für 20 Euro. Ungefähr so viel, wie die Menschen in Deutschland durchschnittlich für ein Spiel ausgeben wollen. Wie sich der Preis zusammensetzt und was die Spielefans so fasziniert und zum Kauf verleitet, das will Sven hier klären. In Essen, auf der weltweit größten Messe für Gesellschaftsspiele. Ein Mekka für Spielefans und Spielemacher. Um die 1500 neue Spiele werden hier präsentiert. Vor Ort können die Fans alles ausprobieren und die Neuerscheinungen auch direkt kaufen. Manche sogar mit einem kleinen Messerabatt. Einkaufsliste hier. So Harry Potter Erweiterung. Boah, da ist ja richtig jemand drin hier. Ja, der muss ja auch voll sein. Wenn er leer ist, fällt er immer um. Das ist schlecht, deswegen muss er was rein. Ultimate Railroad, Paleo, Robin Hood. Wie steht da drauf? Kennerspiel des Jahres. Da hat man noch nie was falsch gemacht. Anno 1800, die Erweiterung von Lost Ruins of Arnak. Ach, da hör mal, das kenne ich nur noch als Computerspiel. Ja, eben. Da kennen wir es auch. Was habt ihr bezahlt dafür? Ich glaube, es waren 40 Euro. Eine Erweiterung für Micro Macro Crime City. Und ja. Was dann, hast du bezahlt dafür? Ich glaube, die Erweiterung kostet 19 Euro. Was bist du denn bereit, maximal für so ein Spiel auszugeben? Das kommt drauf an, also 80 Euro. Also wenn es mir wirklich zusagt, würde ich wirklich sagen, zwischen 20 und 80 Euro ist eigentlich alles dabei. Wie viele Spiele habt ihr zu Hause? Mehrere. Ein, zwei? 150? 150 bis 200. Wow. Das ist schon eine Sammlung. Das ist eine Sammlung. Wie viel hast du zu Hause? Ich tatsächlich gar nicht. Mein Partner hat die alle. Der hat eine riesengroße Sammlung. Also ich würde wirklich schätzen, 40, 50 Spiele allein jetzt, wow, nur so in den Kartons. Die Spielebranche profitiert vom Nachfrageboom. 2018 lag ihr Umsatz bei 550 Millionen Euro. 2019 stieg er auf 594 Millionen. Dann ließ das erste Corona-Jahr die Kassen klingeln. 718 Millionen Euro Umsatz, ein Plus von 20%. Und die Branche rechnet mit dem nächsten Rekordjahr. Zu den beliebtesten Gesellschaftsspielen in Deutschland zählt Die Siedler von Catan. In den ersten 10 Jahren wurde die deutschsprachige Version rund 8 Millionen Mal verkauft. 2015 wurde sie umbenannt in Catan das Spiel. Mittlerweile gibt es viele Varianten, von der günstigen Kinder- bis zur teuren 3D-Version. Was macht die denn besser jetzt als die alte? Ja, das Material. Das heißt? Das Material, ja, normalerweise hast du ein ganz flaches Spielbrett. Und das ist jetzt also wirklich sehr hochwertig. Auch diese ganzen Straßen und Gebäude und alles, das ist wirklich viel mehr wert, also höherwertig. Habt ihr eine Ahnung, was das kostet? Nee. 300.
Ja, 300. Ehrlich? Echt? Wow. Wer ist Ihnen das wert? Nee. Die Luxusvariante ist wohl doch eher was für eingefleischte Fans. Sie zeigt aber, das Spiel von Erfinder Klaus Teuber lässt sich auch nach mehr als 25 Jahren vermarkten. Warum das so ist, will Sven von Caroline Fischer vom Kosmos Verlag wissen. Der Autor Klaus Teuber, ja, der verdient jetzt seit 26 Jahren damit letztlich Geld. Ja. Ist es denn so, dass der letztlich sich jetzt zur Ruhe setzen kann, wenn er einmal so einen Spieleerfolg hier bei euch geleistet hat? Oder muss er immer weiter erfinden? Er kann tatsächlich jetzt davon leben, weil er einfach so viel Erfolg hatte. Er hat aber auch sehr viel dafür getan. Es ist nicht einfach so über Nacht ein Erfolg, sondern es war eine Entwicklung von sehr vielen Jahren. Was würdest du denn sagen, um das mal so ein bisschen zu konkretisieren? Was muss denn heutzutage ein Spiel mitbringen, dass es dann so ein Klassiker wird hier? Wenn man das so wüsste, ne, dann wäre ich jetzt, glaube ich, Millionärin. Da würde ich nämlich selber mein Spiel schnell entwickeln. Für mein Empfinden, es sollte irgendwie Leute zusammenbringen, sollte Spaß machen und man sollte es immer wieder neu spielen wollen. Katan-Erfinder Klaus Teuber brauchte rund 4 Jahre, bis das Spiel marktreif war. Mittlerweile wurde Katan in 42 Sprachen weltweit millionenfach verkauft. In einem erfolgreichen Spiel stecken also viel Gehirnschmalz und Entwicklungsarbeit. Wie die genau aussieht, will Sven als nächstes erfahren. Wer arbeitet daran, dass wir zu Hause Spaß am Spiel haben? Einer der bekanntesten deutschen Spieleerfinder ist Uwe Rosenberg. Er hat sich das Kartenspiel Bonanza ausgedacht. Die deutsche Version wurde seit dem Erscheinen 1997 mehr als 700.000 Mal verkauft. Eine Erfolgsgeschichte aus Nordrhein-Westfalen. Wenn so ein Spiel durch die Decke geht, das ist doch eigentlich auch für dich wie so eine Adlung, oder? Dass man weiß, irgendwie habe ich gut gemacht, das läuft richtig klasse. Weil so einen Klassiker erstmal zu etablieren, das ist ja nun auch ein Glücksgriff wie ein Evergreen bei einer Musiker, oder? Das mit dem Klassiker ist interessant, weil das ist streng genommen auch BWL. Wenn du nach 4 Jahren immer noch einen Anstieg hast, also bei 3 Jahren, da sagst du, das könntest du wohl 20 Jahre verkaufen. Wenn du im 4. Jahr noch mal mehr verkaufst, dann weißt du, dass du es 20 Jahre lang verkaufen kannst. Du weißt quasi, dass du ein Evergreen hast. So einfach. Also wenn die Zahlen noch weiter im 4. Jahr steigen. Über 700.000 Mal verkauft. Jetzt könnte man mal... Ja, deutschsprachig. Also deutschsprachig. Weltweit 2 Millionen, 3 Millionen. Übrigens auch wegen der Pandemie ist das gewaltig abgegangen, weil die einfachen Spiele zu zweit sehr schnell ausverkauft waren sogar und auch nicht schnell nachgedruckt werden konnten. Wenn ich mir jetzt überlege, du würdest pro Spiel 1 Euro verdienen, da bist du ja ein reicher Mann mit so einem Spiel, oder? Ich kann davon meine Familie ernähren und bin glücklich darüber. Wie Uwe Rosenberg arbeitet, darf sich Sven später noch genauer anschauen. Der Spieleautor hat ihn in sein Kreativbüro nach Gütersloh eingeladen. Davor hat Sven auf der Messe noch eine weitere Verabredung, Rita Model. Auch sie ist Spieleautorin, im Vergleich zu Uwe Rosenberg aber noch relativ neu in der Szene. In etwa 4 Jahren hat sie rund 30 Spiele entwickelt. Gleich ihr erstes war ein Erfolg. Man at Work kam 2019 auf den Markt. Rita! Ja! Ich habe dir ein Spiel mitgebracht. Juhu. Das dürfte dir bekannt vorkommen. Es ist nämlich dein eigenes. Du bist Spieleautorin. Ja. Wie stolz bist du, wenn du liest ein Spiel von Rita Model? Ja, das ist ja mein erstes Spiel gewesen und da ist man natürlich besonders stolz. Was kostet denn das Spiel, wenn ich das jetzt so kaufen würde? 40 bis 50 Euro. Man at Work ist ein Geschicklichkeitsspiel, bei dem man mit verschiedenen Steinen, Figuren und Balken Aufgaben bewältigen muss. Eine ungewöhnliche Spielidee. Das Spiel entstand aufgrund von einem anderen Spiel und an dem anderen Spiel habe ich schon ein Jahr lang gearbeitet und es ist irgendwie überhaupt nicht vorwärts gekommen und es hatte auch Stäbe und dann war ich bei der Agentur und die Agentur hat nur gesagt, ja, wir nehmen das Spiel nur unter Vertrag, wenn du es aber nochmal änderst. Und dann habe ich da dran, mir ist nichts eingefallen, dann habe ich die Stäbe wirklich so hingeknallt und habe so die Miepe so draufgelegt und dachte ich mir, das ist irgendwie ganz cool. Und so kam die Idee und dann war die Idee nach 3 Monaten fertig und wurde dann auch unter Vertrag genommen und auch, war auch dann relativ schnell bei Pretzel Game. Was würdest du denn sagen, das Spiel, was hast du da rein investiert? Also Material ist jetzt immer nicht so schlimm, weil das ist alles noch bezahlbar. Den meisten ist der Zeitaufwand. Du musstest wahnsinnig viel testen. Das Spiel hat über 100 Testpartien hinter sich. Es ist ja nicht so, dass ich sage, hier ist die Idee und jetzt teste ich, sondern du machst was, dann änderst du wieder was, das musst du testen. Dann änderst du wieder was, das musst du wieder testen. Wie lange dauert dieser Prozess? Ja, also
bei mir jetzt durchschnittlich würde ich sagen, ja. Wow. Und das ist die Vorleistung und dann ist es ja noch nicht mal bei einem Verlag. Jetzt sagen wir mal, ein Jahr bist du dabei, das zu durchdenken, zu testen, wirst dafür nicht bezahlt. Ja. Das heißt, das, was du eigentlich an Geld bekommen müsstest, das ist ja nicht da. Das heißt, das ist dein kompletter Einsatz. Ja, das ist am Anfang vor allem schwierig, wenn du noch kein Spiel hast. Wenn du ein paar Spiele draußen hast, dann ist es ja okay, dann laufen die Spiele so ein, zwei Jahre gut und dann kannst du wieder an den nächsten Projekten arbeiten. Aber du musst eigentlich schon schauen, dass du jedes Jahr ein Spiel rausbringst. Wenn du sagst, das Spiel kostet jetzt 40 Euro und man geht davon aus, dass du als Spieleautorin so 5% bekommst, das heißt, du verdienst ja für so ein Spiel erstmal 2 Euro. Findest du das denn fair, dass du als Spieleautorin so wenig bekommst? Der Prozentsatz sollte viel höher sein. Also mittlerweile sind ja so 7% so ein bisschen Standard. Nicht mehr 5, sondern 7. Man hofft natürlich, dass man an einen großen Verlag kommt, wo die Erstauflage schon mal natürlich höher ist als bei einem kleinen Verlag. Das ist natürlich auch immer die Hoffnung. Der Prozentsatz bezieht sich auf den Nettoverkaufspreis, den der Verlag den Händlern vorschlägt. Bei einem Spiel für 40 Euro verdient Rita Model also etwa 2,80 Euro pro Spiel. Von Essen geht's nach Gütersloh, in die Werkstatt von Uwe Rosenberg. Er hat mehr als 200 Spiele entwickelt. Zu den erfolgreichsten zählen Patchwork, Agricola und Le Havre. Wie kommen ihm seine Spielideen? Was kostet ihn die Entwicklung? Und wie schaffen Entwickler ein Erfolgsspiel? Sven ist gespannt auf die Antworten. Okay, komm. So, zack, sieht man schon, wo man ist. Überall Spiele. Vor allen Dingen Spielmaterial. Ne? Das ist ja dein Arbeitswerkzeug, ne? Ja, genau. Also du bist ja ein sehr erfolgreicher Spieleentwickler. Ich würde gerne mit dir mal gucken, wie kriegt man das hin? Also wie kann man so eine Spielidee entwickeln? Wie kann man dahinter im besten Fall so einen echten Blockbuster rausbringen? Also wie erfolgreich ein Spiel ist, teilweise ist man da selber von überrascht. Dann, man kann sehen, dass es einem selber und den Leuten, mit denen man testet, gefällt. Gerade bei Agricola, das Spiel, mit dem alles begonnen hat, da war es sogar ein Prozess. Wir waren zwei Leute, also wir hatten nichts Großes, wir haben auch kein Firmenkapital gehabt, wir haben unser eigenes Geld da reingesteckt. Und da dachten wir, dass wir 3000 Stück davon machen. Das Material haben wir, wie wir gleich noch sehen werden, ein bisschen günstig gemacht. Also hier vorne habe ich das schon mal ein bisschen vorbereitet. Nein, dann nehmen wir einmal mit hier. Ja. Bei Agricola müssen die Spieler nach und nach einen historischen Bauernhof errichten. Die erste Auflage 2007 hat Uwe Rosenberg mit einem Kollegen komplett in Eigenleistung entwickelt und auch produziert. So sah der Prototyp dann aus? Der Spielplan hier, und das ist dann später das geworden. Also lustig zum Beispiel, dass ich damals 3 einzelne Teile gemacht habe, weil das Knickbar-Machen damals sehr teuer war. Heute ist das nicht mehr so teuer und deswegen ist es heute so ein Spielplan, der aus einem einzigen Teil besteht und einfach geknickt werden kann. Und was damals noch sehr, sehr teuer war, war Spielfiguren schön zu machen. So waren das denn Rinder damals und auch wieder Veröffentlichung. Das ist aber ein sehr eckiger Rinderbock. Und so ging die erste Spielidee dann raus mit solchen kastenförmigen Spielwürfeln hier? Tatsächlich, weil wir mit unserem eigenen Geld da reingegangen sind, haben wir die Kosten vermieden für den Fall, dass es ein großer Misserfolg wird. Das heißt, wie viel hast du denn hier investiert? Also wenn du jetzt mal überlegst von der ersten Idee bis hin zu diesen eckigen Würfelchen, also wie viel muss man da investieren, um erstmal so eine erste Auflage hinzukriegen? 30.000 Euro müssten das ungefähr gewesen sein. Ja, Moment, liegt aber auch daran, das gehörte noch zu der Geschichte dazu, dass wir von den 3.000 auf 5.000 hochgegangen sind, und zwar ganz kurzfristig, weil wir da schon gemerkt haben, wie die ersten Resonanzen drauf sind. Von der Auflage meinst du? Von der Auflage sind wir noch mal nach dem Motto, wir haben noch mal ein bisschen mehr riskiert dann. Was wird allein für so Tierchen draufgehen jetzt oder für die Spielfiguren, die du jetzt hier in unterschiedlichsten Formen hast? So eine Tüte Tiere kostet so ungefähr 1 Euro. Uwe, wie lange hast du an diesem Spiel gesessen? Bist das tatsächlich marktreifer? Tatsächlich habe ich 2 Jahre an dem Spiel gesessen, weil ich Spaß dran hatte. Und da war ich noch nicht professionell unterwegs. Erst später steigt ein Verlag ein, der das Spiel produziert und vertreibt. Bis Ende 2008 wurden etwa 60.000 Exemplare des Spiels in deutscher Sprache verkauft. Es erhielt Preise und wurde zum vollen Erfolg. Seitdem hat Uwe Rosenberg viele weitere Spiele entwickelt. Einige davon sind ausgezeichnet, im wahrsten Sinne des Wortes.
Was ist der Preis, wo du sagst, da bist du richtig stolz drauf? Dadurch ein neues Spiel, das hieß Le Havre. Und es gibt einen internationalen Spielepreis, so weltweit, mit einer Jury. Und die haben dann tatsächlich gesagt, nee, wir zeichnen Le Havre aus. Verkauft sich ein Spiel nach so einer Kennzeichnung auf dem Spiel selbst deutlich besser? Ja, das ist schon so. Das ist ein zigfach Faktor 5 mindestens. Auf jeden Fall, dass du 500.000 Stück deutschsprachig dann dafür verkaufen kannst. Doch bis dahin ist es ein langer und teurer Weg. Oft müssen Entwickler erstmal in Vorkasse gehen, ohne zu wissen, ob sich das Spiel überhaupt verkauft. Je größer der Erfolg, desto mehr Geld verdienen sie. Aber was beeinflusst unsere Kaufentscheidung? Hier steht zum Beispiel Spiel des Jahres. Ach so. Oder hier. Wäre das für Sie ein Kaufkriterium? Ja, wenn ich mich beraten lassen würde und es passt zu unseren Kriterien im Haushalt. Muss da was Pädagogisches im Ansatz sein oder achten Sie auf die Qualität des Spiels? Sowohl als auch. Also pädagogisch ist mir schon wichtig, dass die Kinder was mitnehmen, dass es nicht langweilig wird nach einiger Zeit. Meistens weiß ich schon, was ich jemand haben will, aber ich bin immer doch offen für spontane Dinge und schaue immer auch so, was so links und rechts nebenbei liegt, weil man kennt nicht unbedingt alles, ne? Das heißt, die Aufmachung zieht sie dann aber auch an? Ja, natürlich ist es schon die Aufmachung und dann schaue ich auch mal, was es eben halt ist. Es ist eben halt wichtig, dass das auch verständlich ist fürs Kind und dass natürlich die ganze Familie daran Spaß hat. Vom Spieleentwickler zum Spieleverlag. Sven ist in Essen bei Asmodee zu Besuch. Der weltweit größte Spieleverlag ist ein Corona-Gewinner. 30% Umsatzplus im vergangenen Jahr. Einkaufsleiter Bastian Rapp und Spieleredakteurin Veronika Steilmann verraten Sven den Weg von der Idee zum fertigen Spiel. Was macht ihr denn hier? Ja, wir spielen eine Runde. Genau. Wir arbeiten. Ich wollte gerade sagen, darf man das laut vom Chef sagen? Hier darf man das, ja. Was spielt ihr denn hier? Haben wir da einen deutschen Titel dafür? Die Chroniken von Abel. Ja. Okay, habe ich noch nie gehört. Nein. Nee, kannst du nicht. Das kommt jetzt ja erst raus. Ach, das heißt, ist das ein Prototyp oder ist das schon fertig? Oder? Das ist noch ein Prototyp, ja. Sieht man teilweise auch, da fehlt noch eine Grafik zum Beispiel. Was sind so die Kriterien, an denen ihr euch orientiert, wo ihr sagt, das könnte was werden, das wird ein Knaller? Also erstmal gucken wir die Grundqualität vom Spiel. Passt das? Es gibt ja so ein paar Kriterien, die den Spiel dazu bringen, dass es auch ein gutes wird. Hierbei haben wir beispielsweise den Kniff, dass wir hier so einen Heldenbogen haben, den wir selber ausmalen können und unseren Helden selbst gestalten können. Und dann natürlich, dass es zur Zielgruppe passt und dass da dann noch andere Faktoren zusammenpassen, wie dann Schachtelgröße und Material, dass der Preis dann stimmt. Es gibt ja so gesellschaftliche Trends, zum Beispiel, dass man mehr auf Plastik verzichten will im Alltag. Geht ihr solchen Trends auch nach? Wir haben beispielsweise bei einem unserer ältesten Spiele, bei Jungle Speed, da vorne das rote direkt vor dir. Das hier? Genau, da haben wir in den letzten Jahren die Plastikverpackung außenrum weggemacht. Ja. Carcassonne achtet darauf, dass es innenliegend keine Plastik-Inlays mehr hat, sondern diese... Ja, ein Plastikbeutel da. Ja, eins nach dem anderen, ja. Rund 1000 verschiedene Spiele hat Asmodee im Angebot. Die meisten werden in China produziert, einige aber auch in Europa. Im baden-württembergischen Jettingen produziert die Firma Ludofakt bis zu 80.000 Spiele am Tag für unterschiedliche Verlage, macht mehr als 20 Millionen Euro im Jahr. Und wie viel Geld geben Fans für ihre Lieblingsspiele aus? Was wäre so der Preis, wo Sie sagen, der ist die Schmerzgrenze? Ich habe schon mal 100 ausgegeben. Das war dann aber ein richtig schönes, großes Holzbrett. Das spielt man dann auch richtig gerne. Also wenn mir ein Spiel richtig gut gefällt, dann gebe ich schon auch ein bisschen mehr aus. 60 bis 80 Euro. Oh, das ist aber schon viel. Ja, es gibt wirklich gute Spiele, wo man sagen kann, der Aufwand ist extrem. Man erfragt die Hintergründe, wie ist es entstanden und so. Da bin ich gern bereit, das zu unterstützen. Im Schnitt 20 Euro pro Spiel halten die meisten Menschen in Deutschland für einen angemessenen Preis. Und wer verdient daran wie viel? Wie entscheidet ihr, wie so ein Preis zustande kommt? Wir entscheiden gar nicht direkt, wie der Preis zustande kommt, weil der Grundpreis wird erstmal vom Verlag festgelegt. Was dann im Endeffekt draußen vom Kunden bezahlt wird, das legt der Handel fest. Denn wir haben ja keine Preisbindung wie bei Büchern. Wir geben dem Handel einen Nettopreis und der ist quasi in der Mitte. Ich habe jetzt ein Spiel mitgebracht, das kostet so um die 50 Euro im Handel. Mhm. Wie setzen sich anhand dieses Spiels so die Kosten zusammen? Da gehen dann erstmal 19% Mehrwertsteuer. Die geht erstmal weg, sind wir jetzt bei 42 Euro. Die 42 Euro behält erstmal der Handel für sich, für seine Betriebskosten ein Drittel. Das sind 14. Damit deckt er seine Lagerkosten, Personalkosten, natürlich auch den Versand, wenn es ein Onlinehändler ist, oder seine Raummiete, wenn es ein stationärer Handel ist. So, das bleibt dann übrig. Davon behalten wir auch als Vertrieb
ungefähr ein Drittel, also sind wieder 14 weg. Davon decken wir die Lokalisation, den Transport, Vertrieb und Marketing wird ja auch noch gemacht. Und das hier geht an den Verlag, davon deckt der Verlag den Autor, Illustration, die generelle Entwicklung. Nicht zu vergessen, die Produktion des Spiels selbst. Zusammengefasst, der Handel erhält 27% und bezahlt davon Lager-, Betriebs- und Personalkosten. Der Vertrieb bekommt ebenfalls 27% und kümmert sich um Lokalisation, Transport und Marketing. Und der Verlag gibt von seinem Anteil etwa 7% an den Spieleentwickler. Dazu kommen noch 19% Mehrwertsteuer. An einem Spiel sind also fast so viele beteiligt, wie es Teile gibt. Und da Spielfiguren, Karten und Co. schon mal verloren gehen oder kleine Fehler haben, bietet Spieleverlag Asmodee seinen Kunden einen Ersatzteilservice an. Die Bestellungen und Reklamationen landen bei Logistik-Teamleiter Marcel Schwarz. Ja, dann lass uns doch mal ein paar Leute wieder glücklich machen. Ja, ich habe hier schon was vorbereitet. Oh. Ein Ticket ist schon reingekommen. Was brauchen wir denn jetzt hier? Hier wurde angefragt, einmal die Kamele, die braucht man, um nochmal ein Gebiet abzustecken. Und die Anleitung ist geknickt, geliefert worden. Also war wahrscheinlich bei der Produktion zu weit draußen gelegen. Dann wurde der Deckel draufgesetzt und dann hat die jetzt hier so eine unschöne Ecke. Okay, dann Pakete öffnen. Jawohl. Das ist wie Weihnachten, ständig jemand aufmachen. Wie häufig melden sich denn Kunden? Wir haben durchschnittlich um die 5000 Anfragen im Jahr. Oh, das ist ja schon ordentlich. So, ich würde das jetzt schon mal einpacken und fertig machen, weil ich weiß nicht, wie gut du dich mit Frankierungen auskennst. Geht. Geht. Ja gut, dann geht er. Was da ist schon mal der nächste Auftrag. Zug um Zug Jubiläumsedition, einmal grauer Bahnhof. Ja. Okay. Viel Spaß beim Suchen. Ja, da bin ich ja gespannt. Kannst du mir einen Tipp geben? In den Regalen. Ja, in den Regalen. Der Service ist für die Kunden kostenfrei. Der Verlag vermeidet so, dass fehlerhafte Spiele zu teuren Retouren werden. Meist werden für die Ersatzteile Spiele verwendet, die es zum Beispiel wegen eines Verpackungsschadens nicht in den Handel geschafft haben. Marcel? Ja? Ich habe jetzt eine kleine Kirche gefunden. Könnte auch der Bahnhof sein. Ist es das? Das ist korrekt. Das ist der Bahnhof. Super, dann wird sich der Kunde hoffentlich freuen. Hat jetzt auch gefühlt nur eine halbe Stunde gedauert. Marcel, wie viel habt ihr denn tatsächlich im Lager denn so drin? Wir haben aktuell bei unserem Lager Ludopakt um die 4 Millionen Spiele. Boah. An Stückzahl. Das ist schon ordentlich. Wie viel werden davon so pro Monat verkauft? Wir haben jetzt im September haben wir um die über 400.000 Spiele verkauft. Hör mal, das hat Spaß gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass so viel Aufwand dahinter steckt und dass ihr euch dann aber auch die Zeit für die Kunden nehmt, solche Sachen dann nochmal zu verschicken. Ich dachte, das ist dann das PP, das persönliche Pech, wenn man mal was verliert. Aber dass du hier munter rumrennst und tatsächlich wieder was zurückschickst, ja. Ist ja sehr nett. Ja, das macht die Spieler glücklich und das macht uns glücklich. So muss es sein. Marcel, vielen lieben Dank. Ich danke. Viel Spaß beim Packen. Die Kirche gehört dir. Oh, vielen Dank. Amen. Glückliche Spieler bescheren der Spielebranche einen wahren Geldsegen. Denn die Corona-Krise hat für einen nie dagewesenen Spieleboom gesorgt. Die Spieleentwickler stecken oft viel Zeit und Geld in ihre Ideen, ohne zu wissen, ob sich das am Ende auszahlt. Denn sie werden pro verkauftem Spiel bezahlt. Die Preise legt der Handel fest. Bei besonders beliebten Spielen und großer Konkurrenz können Kunden so manchmal bei Angeboten sparen. Es ist schon ganz spannend zu sehen, dass Spiele, die über Jahrhunderte alt sind, trotzdem immer noch eine gewisse Faszination wecken, aber auch neue jedes Jahr wieder auf den Markt kommen, wo man sich denkt, das müsste doch längst auserfunden sein, ist es aber nicht. Und wenn man sich anschaut, wie viele Menschen Hirnschmalz da reinstecken, wie viel rein investiert wird, damit wir jedes Jahr im Einzelhandel dann auch wieder neu zugreifen können, das ist schon beachtlich. Letztlich muss man wissen, ob man bis zu 300 Euro für ein Spiel tatsächlich ausgeben will oder ob man sagt, ne, so ein Klassiker, der ist stets modern und am Ende weiß man doch für sich, es zählt die Emotion, auch beim Spielen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Ausgerechnet.